Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Uns erwartet hier heute ein Gruppenspiel aus der UEFA Champions League. Saint-Étienne gegen SC Freiburg. Spiel 1 also in der UEFA Champions League. Spannende Sache, Wolf. Wie kommt man rein? Wo führt der Weg hin? Die Erwartungen sind enorm. Bei den Fans wie beim Club keine leichte Aufgabe. Es gibt nichts Größeres im europäischen Fußball als diese UEFA Champions League. Die wollen sie alle gewinnen. Diesen Titel wollen sie alle unbedingt holen. Das merkst du vom ersten Spieltag an. Und da bekommen wir die Aufstellung von Saint-Étienne eingeblendet. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Sie treten heute offensiv an, ein 3-4-3, wie wir hier sehen. Ja, so viel Absicherung bleibt da nicht wirklich. Nur eine Dreierkette, ein defensiver Mittelfeldspieler. Ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen. Und jetzt geht's los. Ja, da ist Platz jetzt. Boudebus. Nils Petersen. Haberer. Günther. Höfler. Da ist jetzt Platz. Da ist die Hereingabe. Ganz stark auf der Linie. Den Kopfball hat er. Jetzt Perrin. Mvila. Super dazwischen gegangen. Boudebus. Nun Debuchy. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Jetzt könnte es gefährlich werden. Sieht gefährlich aus. Klasse Pass. Ja, Boudebus. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Jan Villa. Kann er was draus machen? Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Das frühe Stören jetzt. Höfler. Nils Petersen. Jonathan Schmid. Haberer. Günther. Entscheidet auf Foul, aber da kann er die Verwarnung noch stecken lassen. Es geht mit Abschluss weiter.
Kasri. Er will den Ball. Günther. Dominik Heinz. Klasse Pass. Gute Aktion. Ball kommt flach. Keine gute Hereingabe. Ballverlust. Mvila. Kasri. Und da ist der Ball wieder weg. Griffo. Guter Einsatz, das war wichtig. Mvila. Kasri. Budebus. Da ist Platz. Tja, jetzt haben sie den Ball dann doch verloren. Haberer. Sie bringen den hohen Ball. Jetzt ist es gefährlich. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Höfler. Haberer. Gulde. Dominik Heinz. Im Moment stehen sie geballt hinten drin. Griffo. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Nils Petersen. Höfler. Gefährlich! Verteidigt da den Ballbesitz. Nils Petersen. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen Jubel an. Die Fans liegen sich in den Armen, die Spieler liegen sich in den Armen. So hatten sie sich das vorgestellt. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Mvila. Uanga. Da ist jetzt Platz. Was macht er draus? Sie suchen die Lücke. Mvila. Uanga. Es sieht zwar nicht so aus, aber du brauchst technisch starke Spieler, wenn du so ein passintensives Spiel aufsetzt. Gute Chance. Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Boah, das wäre es natürlich gewesen, wenn der Schuss aus dieser Distanz reingeht. Ein satter Distanzschuss. Nils Petersen. Jetzt müssen Sie aufpassen. Günther. Griffo. Debuchy. Oh, gefährlich. Budebus. Beim Ballbesitz macht Saint-Étienne hier ein richtig gutes Spiel. Aber wenn Sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Sieht gefährlich aus. Ja, könnte was werden. Da verlieren sie den Ball. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. So, alle können sich wieder beruhigen. Die unmittelbare Gefahr ist jetzt erstmal beendet. Abwehr ist wieder da. Konterchance vertan. Ball kommt in die Mitte. Der Konter war gut, aber der Abschluss, boah, naja, eher nicht. Ja, so ein bisschen hat da die Coolness gefehlt, das Abgezockte.
Kasri. Uanga. Sie holen sich den Ballbesitz. So, da wird die Nachspielzeit angezeigt. 3 Minuten. Höfler. Griffo. Günther. Jetzt Debuchy. Kasri. Mvila. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er macht heute bislang eine gute Partie, finde ich. Wie siehst du es? Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Die zweiten 45 Minuten gehen los. Und bisher bieten uns beide Mannschaften eine sehr interessante Partie. Mal gucken, wie das nach der Pause weitergeht hier am ersten Spieltag der UEFA Champions League. Höfler. Super dazwischen gegangen. Mvila. Kasri. Klasse Aktion, Ball ist weg. Ball in Seitenhaus geklärt, sie bekommen den Einwurf. Haberer. Er überzeugt heute als Passgeber. Dominik Heinz. Günther. Vorwärtsbewegung jetzt, das sieht alles sehr überlegt aus. Klasse Pass! Gutes Tackling auf Außen. Und da ist der Ball wieder weg. Jonathan Schmid. Gulde. Den spielt er wieder zurück. Schmid. Nils Petersen. Yannick Haberer. Das könnte vielleicht was werden. Jetzt kommt der Schuss. Gehalten, ganz stark. Jetzt Perrin. Die Gäste werden wechseln. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Vielleicht der Ausgleich. Was für ein Reflex. Einfach nur perfekt gemacht. Eine tolle Aktion. Jetzt die Ecke. Der Strafstoß ist drin. Super gemacht. Kein Anzeichen von Nervosität. Wirklich souverän gemacht. Auch auf diesem Niveau nicht selbstverständlich.
1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Dominik Heinz. Günther. Da kommt der Pass. Vincenzo Grifo. Höfler. Vincenzo Grifo. Jetzt ist es gefährlich. Grifo. Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel. Das gibt erstmal Sicherheit. Das gibt Selbstvertrauen. Was ist denn hier los? Jetzt treffen sie auch quasi mit dem ersten Gegenangriff. Und das ist wichtig. Sie zeigen nämlich, wir geben uns hier nicht auf. Jetzt steht es hier 2-1, eine enge Kiste. Kasri. Schöner Spielaufbau. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Ich sehe Bewegung auf der Bank, es gibt gleich den Wechsel. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Da passt er auf, Ball geklärt. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Gulde. Roland Salai. Robin Koch. Höfler. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen, hier mal eine Idee zu entwickeln. Sonst kommen sie gegen die Abwehr nicht durch. Und jetzt die Chance. Gefährlich. Kann er was draus machen? Roland Salai. Tolle Parade. Die Trainer nutzen die Unterbrechung und wechseln beide. Jetzt der Eckball. Ja, sie können erstmal klären. Waldschmidt. Mike Franz. Vincenzo Grifo. Was macht er draus? Waldschmidt. Ganz stark vom Torwart. Der Versuch war harmlos. Kasri. Kasri. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ein Ausgleich, mit dem ich nicht mehr gerechnet hätte. Da bin ich ganz ehrlich. Ich auch nicht, Wolf. Das ist total überraschend. Schon überraschend, der Treffer. Bisher waren Sie ja noch nicht so gut drin in dieser Partie. Aber da müssen Sie jetzt dranbleiben, sich weitere Chancen erspielen. Dann kann das noch was werden. Und mit diesem Tor ist das Spiel auch auf der Anzeigetafel wieder ausgeglichen. Eine enge, eine spannende Partie. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Höfler. Waldschmidt. Mike Franz. Grifo. Das könnte eine Gelegenheit werden. Klasse Pass.
Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Er ist da und hat den Ball. Günther. Griffo. Gute Aktion. Abwehr klebt. Könnte die Führung werden. Und das Tor. Das Tor vielleicht schon zum Sieg. Jetzt wird's eng. Lange ist nicht mehr. Mit der Führung im Rücken tickt die Uhr jetzt für sie runter. Und jetzt nochmal volle Konzentration, nur noch ein Tor Unterschied. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Zu 2 also. Da ist alles drin. Jetzt wollen die Fans hier noch mal richtig Gas geben. Ja, hört sich zumindest so an, ob die Mannschaft dadurch noch mal die letzten Kräfte mobilisieren kann. Noch sind sie hinten. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Super dazwischen gegangen. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Das wäre die Chance zum Konter gewesen, aber weg ist der Ball. Und jetzt geben die Fans hier noch mal Gas, gibt ordentlich was drauf an Nachspielzeit. Vielleicht geht ja noch was. Klar, dass die Fans hier jetzt noch mal Hoffnung haben. Wäre nicht das erste Mal, dass in der Nachspielzeit noch Verrücktes passiert. Geblockt vom Verteidiger. Griffo. Nils Petersen. Günther. So, und da wollen sie jetzt natürlich auch ein klein wenig auf Zeit spielen. Das ist unübersehbar und das ist schon ein wenig frustrierend für den Gegner. Mike Franz. Wird das eine Torchance? So, liebe Zuschauer, jetzt haben sie es geschafft. Der Sieg steht fest. Ja, und wir sehen hier die Freude. Ist immer wichtig, gut in so einen Wettbewerb reinzukommen. Und das ist ihnen gelungen. Klasse Auftakt. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Ja, der hat das Spiel entschieden mit seinem späten Treffer. Das ist natürlich das Entscheidende.